Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Autospeicher. So sieht's aus. Nein, zu Hearts of Iron 4 als Mexiko, wo wir gerade Leningrad besetzen. Oder zumindest unsere polnischen Verbündeten. Wie sieht's aus bei euch? Ihr habt noch Manpower, ihr habt Fabriken. Die Sowjets haben tatsächlich... Die sehen nicht mehr ganz so gesund aus. Wir sind auf gutem Weg. Versuchen wir hier durchzubrechen. Ich schätze mal, dass sie hier langsam evakuieren. Die KI ist einigermaßen clever, wenn es darum geht, Fronten zu verschieben, wenn sie denkt, dass sie sowieso nicht haltbar sind. Zum Beispiel sowas hier. Das ist wirklich sehr, sehr schwer haltbar, einfach nur, weil die Polen hier so eine richtig schöne große Bresche reingeschlagen haben. Und wir jetzt hier einfach reinschneiden können und die Jungs dann auch abschneiden können. Das wird wieder ein schöner kleiner Erfolg. Leningrad ist gefallen, das ist sehr, sehr gut. Ich würde jetzt tatsächlich versuchen, relativ eilig nach Moskau vorzugehen. Moskau ist wichtig. Ach Mist, jetzt habe ich auch dem. Ich bin relativ löschfreundlich, was Befehle angeht. Ja, also ich benutze häufig halt den Rechtsklick auf Delete Order, weil das alle Befehle löscht und damit lösche ich halt auch Befehle, die man nicht so einfach sehen kann. Ich habe eine Zeit lang halt wirklich das Problem gehabt, Befehle auf der Karte zu haben, die ich einfach nicht sehen konnte, weil die irgendwo ganz, ganz fiddelig klein sind. So kriegt man die halt auf jeden Fall weg, was ganz nett ist. Da rückt ein Panzer vor. Oder eine Panzerdivision. Obwohl ich nicht weiß, wie viele Panzer da tatsächlich drin sind, weil die Sowjets haben nicht annähernd genug Industriepower, um alle ihre Truppen zu versorgen. Insoweit. Nee. Okay, gegen die Panzer müssten wir jetzt eigentlich nur durchhalten können. Das müsste eigentlich gehen. Wir können auch ihre Panzereinheiten durchstoßen. Kein Problem. So, Waffen kommen damit klar. Was wahrscheinlich hauptsächlich daran liegt, dass die Panzer nicht extrem schwer sind. Hier ist nur wenig Gegenwehr. Vorrücken. Sobald ihr genug Organisation habt, natürlich. So, wenn wir das gesichert haben, werde ich hier diese kleine Blase auflösen. Sehr schön. So in etwa. Macht das mal. Irgendwie. Dann sollten wir wahrscheinlich versuchen, Sevastopol, also die Krim, zu erobern. Tatsächlich kann man von, auch wenn es nur schwer sichtbar ist, aber man kann von hier nach da laufen und man kann auch von hier nach da laufen. Also, im Spiel, in Realität müsste man wahrscheinlich schon ein Boot nehmen. Ich weiß nicht, ob es hier Brücken, also hier vielleicht schon Brücken gibt, ich weiß nicht, ob hier. Aber Soldaten müssen halt keine Konvois oder so benutzen. Man braucht auch keine Seeüberlegenheit. Man kann einfach rüberlatschen. Was nützlich ist. Gerade für uns. Weil ich weiß nicht, ob wir... Ja, obwohl auch Boote können wir benutzen, aber die Schwarzmeerflotte würde uns halt kalt machen, wenn wir da rumgurken würden. So, die haben wir auch gegrillt. Sehr schön. Und ich schätze mal, wir können jetzt... Es wird echt eklig, hier über den Fluss zu kommen, aber müssen wir vielleicht gar nicht mal. Wenn wir nämlich hier anfangen, können wir jetzt sowas machen. Dann können wir die alle einkesseln. Ja, Moskau rückt näher, beziehungsweise wir rücken näher an Moskau. Alles eine Sache der Perspektive. Ja, ich glaube, die halten nicht mehr lange durch. Die sind jetzt wirklich in den Seilen. Ist das da? Das ist Rzhev. Hört es wirklich bei mir auf. Ich bin schon recht froh, dass die Namen nicht in kyrillischen Buchstaben da stehen, dann könnte ich sie definitiv nicht lesen. Ich überlege, ob ich den Startpunkt nach hier hin verschiebe, aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ja nu, steht nicht so doof rum.
Manchmal muss man, glaube ich, die Front einfach verkürzen, damit die Jungs sich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, schickt noch mehr Jungs hier rein. Das ist super. Da habe ich nichts gegen. Wir werden sie dann einfach nur aufwischen. Besonders eure Panzer. Ja, schickt alle eure Panzer hier rein. Das ist mir recht. Ich muss sagen, es sieht so aus, als hätten sie jetzt ein bisschen mehr Equipment zur Verfügung. Der Zustand dieser Truppen sieht besser aus, aber irgendwie scheinen sie trotzdem nicht gegen uns standhalten zu können. Ich schätze mal, sie haben ihre eingegrabenen Positionen aufgeben müssen. Und haben jetzt relativ viel Republic of Iraq. Ihr seid demokratisch, ja klar, warum nicht? Nicht Angriffspakt. Ja. Also einerseits, aber andererseits, ja, wir sind demokratisch. 18. Dezember 1941. Dann werde ich jetzt tatsächlich mal in Technologien für 42 langsam inventieren. Wir sind ein bisschen früh dran, aber das ist vollkommen okay. Und ich will eigentlich da auf den Pfeil klicken. Okay, die Polen helfen uns, sehr schön. Das macht die KI auch relativ clever, aushelfen, wenn sie kann. So, wir sind jetzt tatsächlich fertig mit dem Bau unserer Werften und bauen gerade Konvois. Okay, wir sind durch unsere leichten Kreuzer tatsächlich durch und bauen jetzt wieder mit unseren zivilen Fabriken Militärfabriken. Es ist der Kreislauf des Lebens. Oh Gott. Es fehlen haufenweise Zivilfabriken. Wir verhandeln die alle. Ah, weil ich jetzt den leichten Kreuzer fertig habe, brauche ich nicht mehr so viel Stahl. Natürlich. Aber ich schätze mal, ich wollte ja sowieso ein paar Stahlmühlen bauen. Man kann, glaube ich, nur einen in jeden Stahl bauen. Man kann sie dann aber später aufrüsten. Ich weiß nicht, ob das zusätzliche Bauplätze kostet. Wir bauen jetzt erstmal diese 2, 4, 5. Die kosten 6000 Punkte. Boah. Ist okay. Damit dürfen wir erstmal eine Weile Stahl haben. So, wenn wir hier durchbrechen können, haben wir viel gewonnen. Also, nicht unglaublich viel, aber wir haben ein bisschen was gewonnen. Es geht darum, immer wieder kleine Erfolge zu feiern. Und möglichst wenig Rückschläge. Irgendwie so. Es könnte jetzt inspirierend sein, muss es aber nicht. Polen! Also Poland! Ziemlich groß geworden. So groß war es zuletzt irgendwann im 15. Jahrhundert. Ja, beziehungsweise 16. ist wahrscheinlich eher polnisch-litauisches Commonwealth und so. Hey! Sehr schön. Liebe es, wenn ein Plan ausstiftet. Flammenwerfer. 42, sagt ihr, ja? Na, dann investieren wir schon mal in die neuen Computertechnologien. Da liegt Moskau. Stalingrad. Ich schätze mal, wenn Moskau fällt, ist der Krieg noch nicht vorbei. Es wird sich ziemlich stark dahin verschieben. 50 Siegpunkte, heilige Scheiße. Aber ich schätze mal, die Hauptstadt wird dann nach Stalingrad verlegt. Und das ist unser nächstes Primärziel. Aber wenn Stalingrad dann fällt, sollte nicht mehr viel zu tun sein. Excavation 4. Holen wir uns mal Panzerabwehrwaffen. Also Infanterie, Panzerabwehrwaffen. Moskau. Wir besetzen gleich Moskau. Cool. Besser als Napoleon. Ha! Und wir halten es. Yay! Und wir erfrieren nicht. So, die müssen wir jetzt einfach einstampfen können. Kalinin scheint auch frei zu liegen. Das heißt, da können wir relativ einfach einmarschieren. Machen wir jetzt mal mit manuellen Befehlen.
Moskau halten wir jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen, bis die Alliierten hier, naja, aufgeholt haben. Besonders hier im Norden scheint es langsamer voranzugehen, was an der schlechten Infrastruktur und dem kalten Wetter liegen könnte. Überall Schnee. Oh, das wird schön. Das wird schön. Oh. Wenn die alle gleich draufgehen, das wird so schön. Können wir mal gucken. Wie hoch sind jetzt die sowjetischen Verluste? Oh, es ist so knapp. Noch 3%. 8,68 Millionen. Das Schöne ist halt bei eingekesselten Truppen, sie erleiden so viele Verluste. Sie erleiden Low Supply und sie leiden Encirclement Penalty. Das senkt ihre Kampffähigkeit. Ist der Krieg vorbei? Soviet Union has capitulated. Peace conference is over. Calculating effects. Das könnte jetzt kurz dauern. Und das ist vorbei. Japan took 11 states. Die hier. New Mongol Empire was puppeted. The Democratic Party, Democratic, wie kreativ, has been put in power in Xinjiang Independent Republic. The Democratic Party, Trudoviks, has been put in power in the Russian Federation. The Democratic Party, Democratic, has been put in power in the Republic of Albania. Republic of China was liberated. Ooh, Republic of China. Die hat Kerne über dieses gesamte Gebiet. Es wird zu einem weiteren Krieg kommen. Und 100% World Tension. Und wir haben geholfen. Wir haben tatsächlich geholfen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie wichtig waren die mexikanischen Streitkräfte für den Krieg. Aber ich würde sagen, wir haben an entscheidenden Momenten die Initiative übernommen. Und die Russen sind jetzt demokratisch. Sie haben sogar ihren alten Fokusbomber halten. Insoweit haben sie noch viele coole Ideen, die sie ja durchsetzen können. Ich hoffe, dass sie einem der... Also entweder den Alliierten beitreten, was natürlich noch lustiger wäre, wenn sie halt der Defense Commission beitreten würden. Das wäre so lustig. Dann hätten wir buchstäblich beide Großmächte des Kalten Krieges auf unserer Seite. Ah, alles wie geplant. Das wäre schon ganz cool. Rugier de Ganon. Ja, keine Ahnung. Wir haben mehr Manpower. Cool. Wollen wir noch mehr Manpower? Klar. Okay. Es herrscht Frieden? Nein, es gibt noch den rumänischen Bürgerkrieg, aber ansonsten gibt es keinen Krieg mehr auf der Welt. Der rumänische Bürgerkrieg. Allerdings sind... Italien ist im Krieg mit dem French State. Ist das schon länger so? Ich war ein bisschen fokussiert hier auf hier. Deswegen so, French Empire. Ja, das sieht tatsächlich nicht so gut aus für die Franzosen. Ich bin erstaunt, weil die Franzosen tatsächlich ziemlich mächtig sind aktuell. Ne, sie haben hier ihre 130 Divisionen und 100 Fabriken. Und Italien hat Mussolini. Und Mussolini ist scheiße. Sorry, der Mann war kacke. Über alle Maßen. Okay. Die haben sich immer noch nicht den Krieg erklärt. Ich glaube wirklich nur, weil die Deutschen tatsächlich einen Nicht-Angriffspakt mit dem Franzosen haben und sie den einfach nicht brechen wollen. Oder können. Es gibt so eine gewisse Zeit, die man diese Nicht-Angriffspakte nicht brechen kann. Aber ja. 42. Neue Raketenwerfertechnologie. Oh ja. Immer gerne. Oh, okay, cool. Ist natürlich ein bisschen interessant, was hier noch passiert. Diese Gebiete sind mittelmäßig interessant, würde ich sagen. Also es gibt hier einige interessante Ressourcen. Stahl und Chrom. Volunteer Forces have returned. Nice. Aber ansonsten, ja, schon... Eine gewisse Menge an Menschen, aber für dieses riesige Gebiet ist das echt niedlich. In diesem riesigen Staat lebt eine 500.000 Menschen. Das ist niedlich. Das ist nichts. Die Infrastruktur ist voll im Arsch.
Na gut, die Japaner haben halt China. Das ist schon ziemlich viel wert. Na gut, wir haben jetzt wieder die und die schicken wir mal in da rein, glaube ich. Ja, da rein. Bevor wir formen das mir mal alles ein bisschen um. Okay, cool. Gucken wir mal weiter, was jetzt als nächstes passiert. Es könnte gleich sein, dass die Schweiz fällt. Genau, die Schweiz ist in der Fraktion der Franzosen. In der Faction. Ich sag immer Fraktion, aber es stimmt nicht so ganz, ne? In der Faktion, sollte ich eigentlich sagen. Ja, ist egal. Sind halt mit drin im Bündnis. Fertig. Die Italiener pushen massiv hier im Süden. Das wird nicht mehr lange dauern. Und die Franzosen haben auch immer noch Probleme mit der National Unity. Ja. Das wird nicht lange, glaube ich, halten. Ist ja wirklich so ein hart zu fallen. Wenn die Deutschen Paris besetzen, ist der Krieg vorbei. Punkt. Nicht ganz. Es bildet sich ja dann das freie Frankreich in den Kolonien. Aber, ja. Wir brauchen wieder Gummi. Gib Gummi. GG. Ja. Ist natürlich die Frage, was jetzt noch aus der Achse hier erwächst. Siamese Empire joined the French Empire. Okay. Waren sie da nicht schon? Oder waren die in irgendeinem anderen Bündnis? Oh, so viele Schiffe. Carrier Primacy. Irgendwelche coolen Foki, die gerade durchlaufen werden? Nö. Okay. Die Deutschen haben keine interessanten Foki mehr, weil die haben den Fokusbaum gewechselt. Das kann manchmal passieren, wenn irgendwelche solche Scheiße abläuft. Das wäre echt schräg. Wie sieht das aus in diesem Krieg? Ach, die sind auch mit Japan im Krieg. Ach du Scheiße, ey. Kriegen die Italiener doch nie gefuppt. Franzosen haben relativ niedrige Verluste dafür, dass sie gleich kapitulieren. So, mehr Organisation für unsere Truppen. Sehr schön. Ja, forschen wir auch mal die Spezialinfanterie besser. Ach, das ist... ich gucke mal kurz, welche Regierungsformen hier so herrschen. Tatsächlich ziemlich durchwachsen. Die sind immer noch faschistisch, obwohl wahrscheinlich buchstäblich eine Revolution droht. Da können wir dann vielleicht auch nochmal aushelfen. In dem Krieg will ich mich tatsächlich... Ich könnte mich jetzt auf die Seite der Franzosen schlagen, aber es ist eher so ein bisschen aussichtslos. Und andererseits, die sind auch faschistisch. Und, Limited Intervention. Uha. Geht schon mal in diese Richtung hier. Sehr interessant. Aluminium. Wir bauen unsere ersten Flugzeuge, denn nur für Flugzeuge braucht man Aluminium. Schön. Habe ich jetzt eigentlich schon Aluminiummühlen erforscht? Nö. Cool. Dann muss ich mir Aluminium kaufen. Na toll. Was unsere Produktionsgeschwindigkeit natürlich wieder senkt. Ich übertreibe es, glaube ich, ein bisschen hier mit dem Stahl. Wir haben mehr Manpower. Wir haben jetzt 3,12 Millionen Manpower. Ah, schön.
Endlich mal Zahlen hier. Fakten. Harte Fakten hier. Schön. Die GIPS. Wir können das noch uns holen. Commission Federale d'Electricidad. Also die die Bundeskommission für Elektrizität. Ist Mexiko ein Bund aus Staaten? Das weiß ich gar nicht. So vieles, was ich über Mexiko nicht weiß. Eigentlich eine Schande. Sehr, sehr seltsam hier alles. So, Rumänien gewinnt gleich den eigentlichen Bürgerkrieg, weil es halt die Aufständischen niederprügelt. Ja, Legionary Romania is capitulated, wird dann aber wahrscheinlich relativ bald, obwohl. So eine abstruse Situation alles hier. Das Dämliche für die Italiener ist nämlich, sie kommen nicht hierher. Weil ich glaube, durch den Bosporus, der ist hier. Die Bosporusstraße. Hier gelten ein bisschen andere Durchfahrtsregeln als zum Beispiel bei der Meerenge von Gibraltar. Bei der Meerenge von Gibraltar können neutrale Nationen Armeen, Marinen, U-Boote und Handel durchschicken. Durch die Bosporusstraße können sie nur Handel durchschleusen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Italien ist mit der Türkei, der Nation, der halt die Bosporusstraße gehört, auch neutral. Sie können hier keine Truppen durchschicken. Sie können auch nicht über Land kommen. Weil dafür müssten sie erstmal durch Jugoslawien oder Griechenland. Und das würde zu einem Krieg mit den Alliierten führen. Glaube ich nicht. Sie können auch nicht über Russland kommen. Oder ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Das heißt, das wird ein ziemliches Patt. Die italienische Marine wird wahrscheinlich auch nicht annähernd genug Reichweite haben, um nach Japan fahren zu können. Das heißt, das wird ein ziemlicher, ja, das wird ein absolutes Patt. Die Japaner haben andererseits auch nicht die Reichweite, um hierher zu... Noch ja, aber wenn die Franzosen hier ihre Stützpunkte verlieren... Ja gut, die afrikanischen Stützpunkte, die würden noch gehen. Die Italiener hätten eventuell die Chance... Das könnte sogar noch hinhauen. Die Italiener hätten die Chance, also wenn ich jetzt Italien wäre, würde ich Folgendes machen. Ich würde versuchen, die Seehoheit hier im Indischen Ozean zu erlangen. Also einerseits, ich würde auch Afrika aufräumen, weil es halt eine Gefahr ist. Vielleicht auch hier im Nahen Osten versuchen, alles zu erobern. Die würde ich sein lassen, die würde ich einfach ignorieren. Die sind keine Großmächte. Es geht in diesem Krieg darum, immer die Großmächte rauszuschalten. Und die nächste Großmacht ist Japan. Erstmal muss man aber dorthin kommen können. Mit der Technologie, die wir jetzt haben, können sie es wahrscheinlich noch nicht schaffen. Mit ihren Schiffen kommen sie nicht so weit. Und sowieso ist meistens Marineinvasion dann einfacher zu machen, wenn die Entfernung gering ist. Ich würde wahrscheinlich von hier aus, von den Stützpunkten hier am Horn, Kap Horn? Ich weiß gar nicht. Würde ich versuchen, nach Französisch-Indien zu kommen. Dann ist man nämlich schon mal in Indien. Wenn man dann will, dann könnte man einen kleinen Schlenker nach Siam machen, was sich auch wirtschaftlich lohnen könnte. Hier gibt's Gummi bis zum geht nicht mehr. Würde sich auch lohnen, zum Beispiel hier Indochina zu holen, weil hier gibt's noch mehr Gummi. Damit kontrolliert man irgendwie schon die Hälfte des Gummis in ganz auf der ganzen Welt. Hier würde ich mich eingraben und ein bisschen Inselhopping betreiben. Ich würde tatsächlich nicht versuchen, China zu erobern.
oder versuche nie China in einem Landkrieger zu erobern. Das ist eine dumme Idee. Sondern ich würde wahrscheinlich versuchen, irgendwie nach Taiwan zu kommen und dann nach Okinawa. Okinawa heißt es, okay. Und dann bist du direkt in Reichweite der Home Islands. Die willst du erobern. Irgendwo schön landen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es relativ gut funktioniert, dann in Nagasaki zu landen. Oder hier auf Shikoku. Das kann auch gut funktionieren, weil dann hat man, kann man die Zugangspunkte zu deiner Landezone relativ einfach kontrollieren. Andererseits, du willst wahrscheinlich bei einem Hafen landen. Ja. Man kann auch versuchen, das Land in zwei Teile zu spalten. Geht mit Japan auch relativ easy. Aber naja, das wäre mein Plan. Das wäre mein Plan. Machbar. Aber dafür müssten die Italiener eine größere, stärkere Flotte haben als die Japaner. Haben sie wahrscheinlich nicht, weil die italienische Flotte ist zwar zu Beginn des Spiels einigermaßen groß, aber in Wahrheit absolut veraltet und scheiße. Während die japanische Flotte sogar relativ modern ist. Und inzwischen auch ziemlich groß. US Navy ist natürlich noch ein Zacken größer, aber sie kämpft auch ein bisschen mit Problemen von Größe. Was historische Bewandtnisse hat, irgendwann, ich glaube, es ist nach dem Ersten Weltkrieg oder was schon vor dem Ersten? Ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg erst haben relativ viele Nationen, insbesondere halt bei den Staaten und das Vereinigte Königreich, Verträge unterzeichnet, die Größe von Kampfschiffen beschränkt. Und auch den Bau neuer, großer Schlachtschiffe massiv eingeschränkt hat. Dementsprechend dümpelt da noch verdammt viel alter Scheiß rum. Also sehr viel alter Scheiß, was so einer der Schwachstellen der Royal Navy zum Beispiel ist. Dass man sie so als Deutschland relativ easy rauskicken kann. Aber nur so. Ich laber ein bisschen viel. Ich weiß. Sorry. Aber darum geht's doch hier. Strategie, ne? RIP. Heilige Scheiße. Uns fehlt Stahl. Weil wir jetzt anfangen, Schlachtkreuzer zu bauen. Ja. Wie viel kriege ich pro Stahlmühle? 4. Oh. Ich müsste 10 von den Dingern bauen, ne? 11. Ja. Eine Stahlmühle an jeder Straßenecke, bitte. Spanien hat Portugal den Krieg erklärt. Portugal ist noch neutral. Aber die Unabhängigkeit Portugals wird von dem Vereinigten Königreich garantiert. Das heißt, es wird wahrscheinlich gleich in die Allianz. Vergesst, was ich gesagt habe. Die Welt ist so im Arsch. Also wirklich. Hä? Erstens. Ah, okay. Ja, nee. Stimmt. Ja, okay, dazu gibt es Regeln. Das stimmt. Es gibt diese nette kleine Regel. Also, Spanien ist in die Achse eingetreten. Und es gibt die schöne kleine Regel. Wenn eine Nation vom Mitglied einer Fraktion oder eines Bündnisses angegriffen wird und sich bereits ein anderes Bündnis mit diesem Bündnis im Krieg ist, dann tritt diese Nation dem bereits angegriffenen Bündnis bei. Das ist so eine, ist fast schon hardcoded. Das ist nicht immer wahr, aber es ist meistens der Fall. Tschüss Portugal. Nee. Das wird nicht lange dauern. Oh! Hä? was ist hier los? Okay, die Garantie von Großbritannien hat gegolten. Sie haben Spanien den Krieg erklärt. Und damit auch... Attack France? Achso, ja, okay, France. Und damit auch Italien und der gesamten Achse. Aber, jetzt kommt's. Portugal ist trotzdem in das French Empire eingetreten. Warum bin ich mir nicht ganz sicher? Ich schätze mal, die Chancen standen auf 50-50. Aber das würde das jetzt, dass die Achse halt mit dem French Empire und damit Japan, aber auch mit den Alliierten im Krieg ist, das aber nicht Frankreich enthält. Aber dafür, dass die Russische Föderation
Was habe ich angestellt? Ich habe doch nur Mexiko gespielt. Was geht hier ab? Das ist so geil. Toll. Eine Division. Russland ist Toast. Na gut, es gibt noch die Polen. Die stehen in meinem Weg. Die Polen haben tatsächlich fast so eine große Armee wie die Deutschen gerade. Cool. Das wird so schräg. Das wird so schräg. Ich gebe keine Garantie dafür ab, was gleich passiert. Ich überlege jetzt ernsthaft einen Kriegsziel zu definieren. Wir können sowas Beschissenes machen, wie zum Beispiel wir justify a wall goal auf French Guiana. Das ergibt wenigstens irgendwie Sinn. Wall goal will cost you 10 political power and last 50 days. Will increase world tension by on 20%? Mit der Fug? Ich verlange eine kleine Kolonie. Und außerdem ist da extrem viel Aluminium. Just saying. Mehr Aluminium, als wir jemals brauchen werden. Die Frage ist natürlich auch immer noch, werden uns die USA helfen? Wie sehen unsere Marineinfanteristen aus? Scheiße. Toll. Wir versuchen's. Was daraus aber wird, werden wir jetzt nächste Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Auf jeden Fall wünsche ich einen schönen Tag noch in dieser sehr seltsamen Welt. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlechter gelaufen ist als in Realität. Kann's echt nicht sagen. Bis dann.